Im letzten Dezember haben wir hier unseren Anlageausblick für das Jahr 2023 präsentiert, den wir aufgebaut haben mit der Analogie zur Fußball-WM. Während es wahrscheinlich für die meisten wenig überraschend war, dass Argentinien Weltmeister wurde, hat die starke Entwicklung der Anlageklasse im ersten Halbjahr überrascht. Genau, wir haben mit einem schwierigen ersten Halbjahr gerechnet. Heute wollen wir Bilanz ziehen. Nach dieser starken Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 stellt man sich natürlich die Frage, was sind die Gründe, dass sich die Finanzmärkte so robust entwickelt haben. Genau. Trotz stark gestiegener Zinsen und Bankturbulenzen im ersten Quartal hat es gesamtwirtschaftlich positive Überraschungen gegeben und auch auf Unternehmensebene. Was man natürlich muss sagen ist, dass nach dem starken ersten Halbjahr das Korrekturrisiko an den Finanzmärkten zugenommen hat. Aus diesem Grund empfehlen wir eine defensive Positionierung für das zweite Halbjahr. Exakt. Man kann sogar festhalten, dass wir mittlerweile eine euphorische Stimmung haben. Und gerade in den Sommermonaten ist darum die Gefahr für Rücksetzer erhöht. Auf jeden Fall ist man mit einem breit diversifizierten Portfolio, bestehend aus Grundbausteinen, die defensive Stabilität bringen und Satelliten, die die Rendite optimieren, optimal positioniert für das zweite Halbjahr.